Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Subnautica. Ihr seht mich hier noch auf dem Aurora-Schiff, da waren wir ja in der letzten Folge drin, wollten mal gucken, was hier so passiert ist, nachdem wir es repariert haben. Aber ich entdecke irgendwie gar nichts. Schade, aber kommt bestimmt noch dazu. Die Sonne geht wieder auf und heute werden wir mal ein bisschen, ja, basteln an einer Unterwasserbasis. Wir werden einmal zur Insel fahren, habe ich mir eigentlich vorgenommen, und mal schauen, was wir alles so hinbekommen heute. Wir brauchen auf jeden Fall wieder mal Essen und. Sollen wir Körper machen? Körper! Ich glaube, wir haben überhaupt keinen Fallschaden. Oh, dickes Wrack da unten. Aber da können wir mit Ziehmaff hinfahren, das ist vielleicht besser. Was wir auch reparieren können. Finde ich gut. So, auf dem Rückweg werden wir natürlich wieder arg Probleme bekommen mit diesen großen Fischen. Kaufen wir mal nicht, aber man weiß ja nie. So, hier habe ich mich eigentlich noch nie so richtig umgeguckt. Hier vielleicht auch Kisten liegen, aber ich bezweifle das mal sehr. Wrackteil ohne Ende. Alles voller Wracks. Brauchen wir eigentlich gar nicht gucken. Hier wird nichts geben. Es wackelt alles. Wow. Und ich werde einfach mal hier so rechts um diesen Berg rumfahren, um diesen großen Scheißfischen auszuweichen. Eine Kiste gefunden. Hat sich sogar mal gelohnt. Ich ahne es schon. Ich ahne es, da kommt gleich wieder so ein Vieh. Ja, yeah, First Aid Kit, perfekt eigentlich. Für den mitnehmen, den ganzen Container. So, geht aber nicht. Hat sich eine Kiste hier so versteckt. Naja, First Aid Kit besser als nix. Hier haben wir diese ganzen Augenfische. Auf dem Weg zurück können wir ja schon mal ein bisschen Essen sammeln, geschweige denn hier mal Salz, was uns ja irgendwie immer fehlt. Die sind nämlich sehr, sehr nahrhaft hier. Da ist der Pilzwald. Finden wir auch viel Lithium. Brauche ich aber im Augenblick gar nicht. Ist eher so eine Sache, die man wirklich selten braucht. Unser Schatten. Uah. Boah, ist so schnell. Aber nicht schnell genug. Du landest in meinen Schlund. Davon holen wir uns jetzt mal ein paar. Dann haben wir, ja, auf jeden Fall genug. Erstmal für die nächsten Tage. Boah, die schwimmen ja schon zu mir hin. Ist ja Hammer. Also diese Geräusche hier von den Fischen, von den großen Monsterfischen, die sind echt ätzend, ne? Die sind die ganze Zeit am Schreien, wenn das überhaupt die Fische sind. Von hinten anschleichen. Wow, das gibt ein Festmahl. Was sagt meine Luft? Wir sind nämlich jetzt schon tief. 64, ihr wisst schon, was ich meine. 46, jetzt sind es nur 39. So, weiter. Ah, da liegt noch schönes Lithium, brauche ich aber noch nicht. Wir wissen ja, wo wir es finden. Ja, ein bisschen Salz. Auf dem Rückweg werden wir uns die Taschen vollstecken. Und dann wird erstmal gebrutzelt. Und wir werden hier nie wieder Hunger leiden müssen. Niemals mehr hungern. Da, Schlaganfallfisch. Bleibst stehen. Vielleicht nur erlösen. Vielleicht entdeckt man ja auch hier und da mal was anderes. Das ist ja auch mal ganz spannend. Boah, hier sind aber echt viele von diesen Fischen. Nein, schon voll. Ich bin schon voll. Hier, weg mit denen. Das können wir uns ja geben. Dann haben wir da volle Lebensenergie. Boah, ist das hier hübsch, ey. Hier strotzt das Leben nur so. Boah. Ich liebe dieses Spiel. Und da kommen jeden Tag, wenn es nur kleine Patches sind, aber es kommen auf jeden Fall jeden Tag Patches. Das kann man nur dick fett loben bei dem Entwickler, dass er gerade Vollgas gibt. Das ist nur Salz. Und dann wollen wir alles mitnehmen. Das schaffe ich. Locker. Locker vom Hocker. So. Komm her. Willst du nicht gegessen werden? Doofe Frage. Natürlich will er nicht gegessen werden. So, einen Platz hätten wir noch frei. Gucken wir mal, ob wir Salz finden unterwegs. Durch den Pilzwald durch. Ups, das ist wegen ein gerammt. Haben noch gut Energie. Und wie gesagt, ich wollte heute mal zur Insel rüber. Ob sich da vielleicht ein bisschen was geändert hat. Ich glaube, die ganze Insel ist mittlerweile ausgearbeitet, aber wir können da noch nichts ja, abbauen oder sowas. Das wäre natürlich auch eine tolle Sache. Und außerdem gibt es im Umkreis dieser Insel nicht wirklich viel.
Sound heute hier. Unglaublich. Hübsch, hübsch, hübsch hier. Ah, wir bräuchten eigentlich auch mal wieder einen neuen Schrank. Ah, so ein Sandwühler. Gib den einfach Namen. Egal. Brauche ich noch ein bisschen Quarz und so. Dann könnten wir auch mal wieder einen neuen Spind bauen, der nur für Essen da ist im U-Boot. Dann brauchen wir eigentlich auch Powerzellen, um das U-Boot mal wieder ein bisschen fahrtüchtig zu machen. Das ist ja sowieso fahrtüchtig, aber es braucht halt die Energie. Na, da wollen wir mal reingucken. Das ist wahrscheinlich eine Quarzhöhle. Ach, hier war ich schon mal drin. Haha. Ich kann mich gerade erinnern. Dann sparen wir uns das doch. Diese wunderschöne Höhle. Wunderschön. Sand. Salz. Oh, ich habe mich selber angefahren. Wie doof ist denn das? Wieder Lebensenergie verloren. Letzte Salz und auf geht's zurück. Und sah ein bisschen komisch aus da hinten. Das sieht aus, als wenn wir nach unten fahren müssen dafür, ne? Das ist natürlich unrealistisch. Dann begeben wir uns mal zu unserem Livepod. Da ist er schon. Unser schönes großes U-Boot. Und brutzeln mal ein bisschen Fische. Auf was, das muss ich wieder selbst anfahren. Das ist natürlich super praktisch. Müssen wir 8000 mal draufklicken. Das dauert jetzt eine Zeit, so circa 4 Stunden. Ich trinke zwischendurch einen Kaffee. Sogar noch ein, aber das ist gut, der ist sehr nahrhaft und der wird uns erstmal über Wasser halten, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? In dem Spiel über Wasser halten. Oh, jetzt haben wir alle gekocht, nur eben hier unten nicht, oder haben wir ihn schon gekocht? Nee. Genau, der hat gefehlt. Wunderschön. Ganz viele lecker Fischis, Gold, alles ist da, was das Herz begehrt. Wir brauchen jetzt aber dringendst auf jeden Fall Platz im U-Boot. Hier haben wir das Crash Meal noch drinne. Oder komm, Bustibble. Uns geht's richtig gut. Uns geht's richtig gut. Hier ist die Stasis Rifle. Die ist ganz cool. Oder Stasis Rifle, ich weiß nicht ganz genau. U-Boot bis da. Ach, müssen wir uns was den Namen überlegen, welchen wir da auswählen. Guck mal, was wir jetzt da alles im Inventar haben. Ich glaube, wir haben das Problem, dass wir alles voll mit... Oh, das ist... Ah, oh, das hat sich wieder verändert. Gott sei Dank. Also wir haben nach rechts ein bisschen verschoben. Voll ist. Ja, das Problem war mir bewusst, aber ich wollte es nicht wahrhaben. Da brauchen wir jetzt einen Schrank. Müssen wir Quarz holen. Und das ist ja eigentlich ganz einfach. Das finden wir schon. Dann bauen wir uns ein neues Schränkchen hin. Da kommt Wasser und Essen rein. Und ja, eventuell noch ein, zwei Schränke mehr. Mal schauen. Und damit fahren wir dann zur großen Insel. Und dort wollen wir dann mal weiter gucken, wie es da aussieht jetzt. Und ja, ich weiß noch nicht, wo genau ich die Unterwasserbasis bauen möchte. Cool wäre, wenn man die da ziemlich nah an den Schiff bauen würde, an den Aurora-Schiff. Problem ist halt nur die großen Fische da, ne? Die, das wäre auch nur cool, weil warum ist das eigentlich? Ist ja egal, wo wir bauen. Ich habe eh schon alles gefunden, bis auf diesen komischen Analysierer da. In der Form sind wir eigentlich fertig mit Blueprints sammeln. Noch. Es könnte ja sein, dass bald wieder was Neues dazu kommt. Ich freue mich auf jeden Fall unendlich auf einen neuen Inhalt. Man hat den jetzt ziemlich schnell entdeckt, den ganzen neuen Kram. Ja, so neue Biome wäre mal richtig geil. Soll ja noch eine dicke, fette Tiefsee kommen. Oh, was haben wir denn hier? Doch mal um. Zur Not können wir uns rausbuddeln. Oh, sehr spannende Höhle. Sehr spannend hier. Uah. Ein schicker Blueprint.
Ja, Rifle Blueprints. Coole Ecke hier, ey. 100 Meter Tiefe. Böse Fische. Und hier haben wir wahrscheinlich Kupfer und so. Silber verbirgt sich hier unten. Nimm einfach mal mit. Brauche ich jetzt zwar noch nicht. Wir haben auch Diamanten mittlerweile schon gesammelt. Alles so Zeugs, was ich noch gar nicht verbauen kann. Na, was sieht irgendwie seltsam aus hier, ne? Sollten wir das vielleicht mal erforschen mit unserem Abbauwerkzeug? Na, wir machen sogar schönes Licht. Muss das doch, gucken wir uns das Ganze doch mal an. Naja, sieht nur seltsam aus, ist aber nicht seltsam. Sagt unsere Luft, alles gut. Benutze ich ja viel zu selten den Terraformer. Und man kann sich da ja auch maßlos tief mit einbuddeln, wenn man halt genug Luft hat. Aber hier kommt gar nichts. Kann man dann mit dem Team auf durchfahren und gleichzeitig diese Waffe hier benutzen. Ich nenne das mal Waffe, aber hier haben wir gar nichts. So. Aber wir haben ein bisschen Material gesammelt. Juhu. Hier ist nichts. So, jetzt schieß mich mal frei. Bam, 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 bam. Ja, geht sogar. Aber da passen wir nicht durch, glaube ich. Nicht richtig jedenfalls. Wo ist das Loch? Guck jetzt nach unten, jetzt guck ich nach oben. Da ist es. Wir passen da schon durch, aber ha, fein. So, rausgebuddelt, selber. Coole Sache. Ich habe noch nicht gemacht. Aber wir wollten ja eigentlich Quarz holen. Jetzt haben wir allen möglichen Mist wieder gesammelt, aber nur nicht Quarz. Gut. Ah, eine Blueprint. Nehmen wir einfach mal mit. Ihr wisst ja, was ich damit tue. Alle verwerfen sozusagen. Das ist ein ätzendes Biom hier, eine blöde Ecke. Alles sehr verwachsen. Sehr viele Kanten und Schluchten. Uah. Uah. Das ist ein Durcheinander. Eine fette Spalte. Oh, Quarz. Wir haben eine Quarzspalte gefunden. Die wollen wir doch ausbeuten, würde ich mal sagen. Das können wir gerade ganz ziemlich ganz gut gebrauchen. Ihr wisst ja, wir machen aus Quarz Sand. Quatsch. Sand machen wir daraus. Wir machen daraus natürlich Glas. So können wir diesen Stein eigentlich abbauen. Weil der steht irgendwie im Weg zu einer Höhle. Den können wir nicht abbauen, aber wir können den wegschieben. Ah, hier ist nichts. Versuch was wert. Ansonsten können wir diese pinken Blubberbälle da mitnehmen und können die daran packen, dann haut der auch ab. Ja, aber das ist natürlich wesentlich einfacher hier, mit dem Terraformer ein Loch zu buddeln. Hier, da sind nämlich die Blubberbälle. Die können wir ja nehmen, unten dran packen, dann schwebt der auch nach oben. Oder wir lassen den einfach nach unten fallen. Testen wir doch mal. Das wäre so ein Entdeckungstag. So, ist es jetzt zu leicht? Zu schwer, meine ich natürlich. So, damit können wir eigentlich alles an der Oberfläche glitschen lassen. Wo ist denn das andere Ding jetzt? Da, zwei Bälle. Ob das damit auch geht? Hui, das geht, funktioniert sehr gut. Und so lassen wir alles an der Oberfläche schwimmen. Und damit auch was zerstören. Und ein Titan bitte nach oben. Das wollen wir mal oben an der Oberfläche uns angucken. Den lassen wir mal runterrollen, einfach so aus Spaß. Ist voll. Ja, dann werfen wir die mal raus. Ich glaube, wir müssen eigentlich nach oben flitzen, wie irre. Oh. Ist ein bisschen magnetisch. Wow, das hat ja funktioniert. Oh, raus mit euch. Ja. Blubberbälle. Macht irgendwas. Aber geht mir nicht auf den Sack.
So, jetzt gehen wir mal hoch und gucken mal, was unser... Wir haben ja so einen Titan hochgeschickt. Da. Echt geil, ne? Findet man ja auf jeden Fall besser wieder so. Und er geht voll ab. Oh, wir haben Hunger. Und wollten ja eigentlich noch mehr Quarz finden. Oh, wir sind schon wieder total abgedriftet. Essen können wir ja. Wir haben ja Essen dabei. Hooverfische. Haben wir gefunden. Hooverfische will ich aber gar nicht suchen. Also Höhlen, da sind ja meistens die Quarze drin oder verstecken sich im Gras. Irgendwas ist wieder hinter mir her. Und an sich brauchen wir eigentlich gar keine Power Cell herstellen, denn wir kriegen das irgendwie auch so hin mit der Energie. Wir bauen einfach alles neu und einen Generator und dann kommt man da ewig aus. Auf der Insel könnten wir rein technisch ja auch eine Crafting Station bauen. Mit einer ganz kleinen Base. Eine ganz kleine, gemütliche Base. Müssen wir uns einfach mal umsehen. Boah, wie das hier aussieht, ey. Blick ich überhaupt nicht mehr durch, in welche Richtung ich fahre. Dabei will ich eigentlich nur Quarz finden. Ich fahre einfach nur blind drauf los. Dabei gibt es ja auch alles Mögliche an Biom, wo das Spezielle gefunden wird. Boah, das hat auf noch echt einen Haufen gerade rumliegen, ja? Unglaublich. Finden wir wieder Gold zum Beispiel. Aber das ist nicht gerade das, was ich möchte. Vollgas da durch. Yeah. Oh, 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 fast geschafft, ohne anzuecken. Ich habe eine dicke Höhle gefunden. Aber eine ganz dicke. Und die ziehen mich hier irgendwie magisch an. Ich glaube, wir waren... Was ist hier? Es gehen gleich wieder Pilze an, ne? Oh, das ist ein Insekt. Was ist ein Insekt hier bei mir drin gelandet? Das ist ein Überwerfen. Wie ist das denn? Wah, geh weg. Der greift mich an. Real life, nicht im Spiel. Ah, hier war ich auch noch nicht. Kann man die essen? Sehen wunderschön aus. Ich verleihe die mir Superkräfte. Dann haben wir Leuchtpilze. Das irritiert immer, das kaputte Zimov. Das wird mir auch irgendwann mal mein Leben kosten. In der Höhle waren wir schon mal. Jetzt sind wir auch wahrscheinlich wieder ziemlich tief verfahren unter der Erde. Würde ich gerne mitnehmen, Leuchtpilz. Du bist so wunderschön, Leuchtpilz. Oh, wir essen mal was. So, wir sind satt. Haben wir die, die sind auch sehr nahrhaft, glaube ich. Oh Gott, wo sind wir gelandet? Da ist ein dicker Schlot. Hier optimal, um Blueprints loszuwerden. Ziemlich optimal. Tut mir hier nichts, ne? Gut. So. Die bleiben, glaube ich, einfach nur drauf liegen. Da, die lösen sich echt auf. Seamoth? Da. Wo geht's da lang? Das könnte spannend werden. Ist ganz schön hell hier, ne? Durch die Pilze. Oh. Nest. Wir machen keinen Schaden. Das ist schon mal gut. Und auf eine Sache habe ich nicht geachtet. Unsere Energie des Schiffs. Das ist auf jeden Fall eine riesen fette Höhle hier unten. Greifen wir uns auch an. Natürlich mit wenig Funktion im Augenblick, ne? Sehr interessant hier, ne? Jetzt müssen wir nur wieder rausfinden. Das werde ich niemals schaffen. Ich werde hier unten verenden.
Mit meinen 29 Energie. Mama. Ja, ansonsten könnten wir uns ja wie immer rausbuddeln. Rausbuddeln ist immer geil, aber das dauert natürlich hier ewig. Aber was sollte man in so eine Höhle überhaupt anstellen, ne? So, ich buddel mich raus. Bevor ich jetzt suche. Wie bekloppt. Terraformer 4. Dann zeige ich euch mal, wie ich hier so perfekt buddel. Das Problem ist, dass wenn man buddelt, der automatisch aussteigt. Tut man aber sich so einquetschen, dass das gar nicht möglich ist, aus dem Team auf auszusteigen, kann der tatsächlich, wenn ich jetzt hier 4 drücke... Oh nein, das ging mal. Das hat er weggepatcht. Oh nein! Wenn ich jetzt hier in diesen Loch reinfliege... steigt er aus. Und ich bin... wo bin ich hier? Nebenher buddeln, aber wir sind verdammt tief, könnte eine Zeit dauern. Dann müssen wir immer ein bisschen auf die Luft drauf aufpassen. Na, es geht schnell, sind wir schnell oben. Sagen wir mal so, ab 70 Energie gehe ich wieder runter. Na, hier fühlt man sich aber schon sehr, sehr sicher, muss ich sagen. Sand. Ah, perfekt. Seamoth sehen wir da unten. Boah, ein Tunnel. Heute ist irgendwie, keine Ahnung warum, Terraformer Day. Schwimmen schneller. Und so konnte ich auch mal abbauen. Aus dem Seamoth raus. Und dann bin ich da sehr, sehr tief gefahren. So, das ist langweilig. Video sehr öde geworden, weil ich nur durch so ein Loch gefahren bin. Aber kein Schaden, das ist schon mal gut. Das funktioniert noch nicht so ganz gut. Jetzt komme ich nicht mehr vorbei. Oh, oh, mach mich nicht fertig. Doch, ich komme vorbei. 4. Oh, klar, wir sind ja auch schon unter Wasser gewesen. Müssen wir nicht die ganzen Meters rausbuddeln? Da sind wir draußen. Wir haben uns freigebuddelt. Wunderschön. Und was haben wir immer noch nicht gemacht? Genug Quarz geholt. Für Glas. Viel brauchen wir nicht. Direkt bei der Seamoth rausgekommen. Irre. Irres Spiel. So unglaublich weitläufig. Terraformer-Fragment. Ah, ist ja ein Zufall. Wir könnten den Terraformer mal nehmen und dann machen wir mal so eine Markierung hier hin, dass wir wissen, wo dieser neue Höhleneingang ist. Auf nach oben. Mal so ein riesen Phallus-Symbol hier mitten im Meer. Ja, sind wir oben. Oben. Wow. Unsere eigene Insel. Oh Gott, ich habe eine Idee. Oh, das kann ich nicht springen. Nein, das war's mit meiner Idee. Weiter checken. Ach, scheiße. Springt, wenn ich mich bewege, runter. Schade. Aber auf jeden Fall haben wir eine schöne Markierung. Ich wollte mal so richtig schön hoch. Boah, was ein Gerät, ey. Und holen wir jetzt noch ein bisschen Quarz. Wir brauchen auf jeden Fall noch mal was zum Naschen. Einmal kurz wegen dem Wasser. Und bauen uns noch einen Schrank. Da packen wir alles leer rein und dann geht's ab zur großen Insel. Das einzige Festland hier im Spiel, momentan. Wo ist denn das? Ups. 21 Energie, nicht viel. Das ist wahrhaftig nicht viel.
ist schon sehr, sehr groß geworden auf jeden Fall. Also man findet hier schon eine Menge. Also langweilig wird es hier nicht. Nicht eine Sekunde. Und ich muss immer gucken, was da drin ist. Ja, es war immer dasselbe. Aber man ist neugierig. Heute finden wir echt schlecht Quarz. Wir finden Quarz. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel man braucht für eine Scheibe. Lässt sich herausfinden. Haben wir so testweise Window. Na ja, Quatsch, weiß ich nicht. Zweimal hier. Viermal, fünfmal haben wir. Einmal wäre mir noch ganz lieb. Muss mal ein bisschen die Augen aufmachen. Da. Was war das denn? Hau ab. So, dann haben wir sechs. Dann können wir auf jeden Fall einen Schrank bauen. Machen wir noch. Vielleicht sogar zwei Schränke. Das wäre ganz cool. Aber deswegen habe ich auch sechs gesammelt. Beeil dich. Energie müsste eigentlich noch auf dem U-Boot reichen. Deswegen packe ich jetzt nie ein. Nicht, dass das die ganze Energie aufsaugt vom Seamoth. Das braucht aber auch wieder Energie. Das hat nämlich nur noch 14, 13 Energie. Das ist natürlich sehr wenig. Wir brauchen auch trinken. Salz habe ich ja. Das wollte ich machen. Ja, hol ich mir mal. Wie viel Platz habe ich? 4. 2 so eine Pilzchen hier. Machen wir zweimal Bleach. Das geht ja auch. Rubbel die Katz. Was sagt denn die Energie vom U-Boot? Schlappe 5%. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. So, basteln wir mal alles mögliche an Glas. Wir müssen ganz schnell was trinken. Dann haben wir das schon mal hinter uns. So. Ja, so trinkt man. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Was wollte ich machen nochmal? Glas, Glas. Zweimal Glas haben wir jetzt. Der Locker, der kostet zweimal Glas. Dann können wir noch einen bauen. Ein Titanium fehlt noch. Oh. War nicht geplant. Schade, nur ein. Aber besser als gar nichts. So. Noch ein Schrank für Gold und Kram. Alles Mögliche, was wir so haben. Erstmal so ein bisschen unsortiert alles, aber macht nichts. Hier haben wir ganz viel Zeugs drin. Also er läuft sogar gut. Wir brauchen eigentlich noch ein bisschen Wasser für unterwegs. Da geht immer noch nichts. Das Airbladder-Ding da ist auch ganz lustig, aber das zieht uns einfach nur ganz schnell an die Oberfläche. Das ist ganz cool gemacht, aber nicht das Wichtigste. Und da wollte ich nochmal gucken, wie hier dieser Smart Storage Current Generator. Es gab doch diese eine Ding da. Das ist aber weg. Das hat er wieder rausgepatcht. Deswegen werde ich es auch nicht finden. Diese Analysiergeräte. Oder kann ich hier nur hier mitbauen? Guck ich noch schnell da. Da fehlt uns auch noch die Blueprints. Specimen-Analyse. Ich weiß nicht, wofür die ist. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Gut, in der nächsten Folge geht's los. Da, wenn wir anfangen mit der Unterwasserbasis, hat diese Folge, irgendwie haben wir uns zu viel ablenken lassen. Nicht geschafft. Und dann natürlich auch zur Insel. Seabase und Insel. Das wird das nächste Ziel sein. Bis dann.